Liebe Schulleitung, verehrte Lehrkräfte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Der Beginn des Krieges in der Ukraine vor nunmehr fast 7 Monaten hat die Welt grundlegend verändert und auch für uns alle auf den Kopf gestellt. Ein Krieg mitten in Europa haben wahrscheinlich die meisten von uns, ich zähle mich selber auch dazu, nicht für möglich gehalten. Nahezu täglich erreichen uns Nachrichten und Bilder aus der Ukraine, die uns erschüttern und tief betroffen machen. Das Schicksal der Menschen in den umkämpften und besetzten ukrainischen Gebieten berührt uns alle. Und das gilt auch für die vielen tausend Menschen, die ihre Heimat und ihr Zuhause verlassen mussten. Viele von ihnen sind mittlerweile hier in Niedersachsen angekommen, darunter tausende Kinder und Jugendliche, die nun Mitschülerinnen und Mitschüler an unseren Schulen geworden sind. Allen Schülerinnen und Schülern, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, aber selbstverständlich allen anderen auch, die zu uns geflüchtet sind, möchte ich sagen, ihr seid uns herzlich willkommen. Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn so viele Menschen in so kurzer Zeit und das auch noch unter so schwierigen Bedingungen in ein anderes und für sie völlig fremdes Land kommen. Und dies insbesondere, wenn sie auch zumeist dessen Sprache nicht verstehen, auch nicht sprechen können. Ich bin daher sehr dankbar dafür, dass in den Schulen alles erdenklich Mögliche getan wird, um die Aufnahme und die Integration aller zu uns geflüchteten Kinder und Jugendlichen auch bestmöglich zu gewährleisten. Und auch euch Schülerinnen und Schülern danke ich sehr herzlich dafür, dass ihr euren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern in die Klassengemeinschaft integriert, dass ihr ihnen helft, dass ihr ihnen unterstützt, wo immer auch Hilfe benötigt wird. All das trägt zu einem sicheren und möglichst unbeschwerten Schulalltag bei, so wie es auch sein soll. Hierauf konnten wir uns schon in der Vergangenheit immer verlassen und können das auch weiterhin, und darüber bin ich wirklich froh. Liebe Schülerinnen und Schüler, auch wenn wir hier in Deutschland dankbar sein können, in Sicherheit zu leben, so sind wir von dem Krieg in der Ukraine dennoch betroffen. Trotz der schwierigen Situation wollen und werden wir allerdings nicht verzagen und wir wollen auch nicht sprachlos bleiben, ganz im Gegenteil. In Frieden und in Sicherheit zu leben, ist ein hohes Gut. Jedes Kind, jeder Mensch soll das Recht haben, in einer friedlichen Welt aufzuwachsen. Hier wie überall. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Aktionszeitraum an Schulen zum Frieden auszurufen. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, welche Bedeutung der Frieden für uns in Niedersachsen, in Deutschland, aber auch in der Welt hat. Wir wollen darüber nachdenken, was wir als Einzelne, was wir als Klasse und was wir als Schulgemeinschaft, wie auch als Gesellschaft insgesamt dafür tun können, miteinander in Frieden zu leben, auch wenn in Teilen der Welt Krieg herrscht. Und auch wenn wir dabei vielleicht nicht jede Sorge entkräften können, wenn wir vielleicht auch nicht auf jede Frage eine Antwort finden können, so sind wir uns doch darin einig, dass wir gemeinsam, wie es auch das Motto des Aktionszeitraums sagt, immer klar für Frieden sind. Dieser Aktionszeitraum verbindet uns heute am Internationalen Tag des Friedens und in den nächsten gut 3 Wochen bis zu den Herbstferien. Mehr als 3000 Schulen in ganz Niedersachsen sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Und ich bin mir sicher, dass viele Schulen im ganzen Land mit großartigen Projekten und Aktionen mitmachen, egal ob in größerem Umfang oder eher in kleinerem Rahmen. Ich weiß, dass bereits in den letzten Wochen und Monaten an vielen Schulen, zum Beispiel Spendenläufe, Mahnwachen oder Friedensdemos stattgefunden haben, das ist ein großartiger und wichtiger Beitrag. Mit euren Ideen, mit euren Aktionen und Projekten könnt ihr in ganz Niedersachsen zeigen, dass ihr euch einsetzt für Frieden, für Freiheit, für Demokratie. Das Zeichen für den Frieden, das an vielen Schulen im Land an diesen und in den kommenden Tagen gesetzt wird, wollen wir gerne sichtbar machen. Ich freue mich, wenn ihr, eure Lehrkräfte, die Schulleitung, uns, dem Kultusministerium, Bilder, Berichte, Videos von all dem, was in diesen Tagen sichtbar entsteht, auch gerne zusendet. Ich wünsche euch und Ihnen allen in diesen Tagen ein gutes, gemeinsames Nachdenken, gute Gespräche, vielfältige und kreative Formen der Umsetzung. Ob laut und bunt, ob nachdenklich oder in der Stille, ob im Unterricht im Ganztag oder auch in der Pause, ob in der Klasse, im Kurs, mit der gesamten Schule oder auch in Kooperation mit außerschulischen Bildungseinrichtungen. Jede Aktion, jeder Beitrag ist willkommen und wertvoll. Vielen herzlichen Dank für Ihr und für Euer Engagement. Vielen Dank für den Einsatz dafür, dass wir hier in Frieden leben
und hoffentlich bald auch Frieden in der Ukraine und in den anderen Teilen der Welt einkehrt.